Oh. Au. Ja, ne, und uns war es dann ja auch wichtig bei den Videos, weil wir hatten uns ewig damit beschäftigt. Hast im Internet geguckt und irgendwelche Videos angeschaut für irgendwelche Heinz, die man gesucht hat oder gebraucht hat, für irgendwelche Achievements, Secret Areas oder irgendwelche Trophäen, um die zu kriegen. Und diese Videos waren so ellenlang und man hat da keine Essenz rausgezogen. Man hat eine halbe Stunde ein Video angeguckt, um dann festzustellen, dass in dem Video gar nicht das präsentiert, das ist, was man braucht. Das präsentiert wird, was man braucht. Und das war irgendwie total nervig. Und da haben wir uns halt gesagt, ey, es ist doch möglich, einfach mal in einem 2-Minuten-Video, anstatt in einer halben Stunde, einfach mal auf den Punkt zu kommen und zu sagen, hey, ihr müsst da und da hinlaufen, das und das finden, um das und das Ziel und das Achievement zu kriegen und die Trophäe freizuschalten und fertig. Und nicht ewig drum rumzulabern. Ja. Und wir hoffen einfach mal, dass das Konzept einfach mal, dass wir das noch weiter ausbauen können und... dass das weiterhin bei euch so gut ankommt. Ich muss sagen, ich danke erstmal auch an alle Abonnenten. Ey, 131 jetzt aktuell heute Abend. Geile Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, damals, als ich angefangen bin, habe ich das eigentlich so nicht erwartet. Ne. Ja, das Ding ist auch, wir haben uns ja auch gar keine Ziele eigentlich gesetzt, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt hier 1000 Abonnenten haben und 1 Million Klicks und wie auch immer. Hey Tiger, wir sind so weit. Ja, wir müssen hier wieder hoch. Das war uns eigentlich egal, ne? Ja, kann man wirklich so sagen. Das war uns eigentlich wirklich egal. Wir machen das jetzt, wir finden das witzig, wir wollen uns damit beschäftigen und haben es einfach gemacht, ja. Ich glaube, da ist ein Rudolf drin. Ja. Ach, jetzt kommt er wieder außen rum. Ist kaputt, ne? Ja. Jo. Willst du dich heilen? Du solltest dich heilen. Weil das Problem, was wir jetzt nämlich haben, ist, wenn wir hier den Unterschlupf anfassen, kommt jetzt hier, ne? Party, Party, Party. Ja, ich kann mich nicht mehr heilen. Oder hab ich noch irgendwas? Ja, ich könnte dir das hier geben. Warum kann ich das kochen? Ne, hab ich schon gekocht. Hier ist so eine weiße Pflanze, die kannst du auch kochen. Das wäre letztendlich genau das, was ich dir geben würde, könnte. Ja, wir könnten ja hier oben auf den Knopf drücken und dann da runterrennen wieder zu dem anderen Feuer, wo wir eben waren. Aber ob das so viel bringt, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Also, wie viele Pfeile hast du noch? Brauchst du noch? Ich habe 79 Explosionspfeile. Ja, habe ich 100. Entschuldigung. Kein Problem. Und nochmal 26 normale, aber ich benutze jetzt erstmal die Explosionspfeile. Oder? Mach ich das auch? Mach ich das auch? Ja, ich mach das glaube ich auch. Das wird, ja, das ist besser. Ja. So, ja, pass auf, die kommen ja hier raus, die spawnen ja hier drin. Ja. Die kommen von da und von hier. Das heißt, du zielst nach da. Mhm. Ich ziele hier rein und wenn einer von da kommt, auch nach da erstmal, ne? Erstmal und dann sehen wir ja, was passiert. Das ist eigentlich. Au! Okay. Ich hab den geschafft, das erstmal. Ja, passt. Kommen glaube ich keine mehr. Ich habe schlimmer in Erinnerung. Ja, ich auch, aber ich denke mal, weil wir da vielleicht schon so eine kleine Routine drin haben, ist das jetzt ein bisschen ruhiger. Meinst du? Ja, bestimmt. Ich habe eine Taschenlampe gekriegt. Der alten Hasen hier unterwegs. Arr, arr. Ich bin nicht müde. Ja, jetzt habe ich hier 2 Eisenstangen gekriegt. Ich gebe dir mal eine. Ja, Eisenstange cool. Kombiniere mit großer Gabel. Für die große selbstgebaute Stabilisator. Das ist natürlich der absolute Pornobogen. Ja. Wenn wir jetzt noch Federn hätten für bessere Pfeile, dann wäre das natürlich absolut Premium. So, KT. Du hast Hunger, ja.
Ich müsste schlafen. Du? Ach du, ja, ich aber nicht. Ich habe nur 26%, also wäre nicht schlecht. Ja, aber ich glaube, ich kann dann aber nicht schlafen, ne? Monster in der Nähe. Ach echt? Also du kannst hier, glaube ich, gar nicht schlafen. Kann ja auch sein. Doch, 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 du kannst hier drin schlafen. Hier ist doch gar keiner in der Nähe. Eigentlich nicht, ne? Ja. Warte mal, die Mucke ist auch jetzt gerade in diesem Moment zu Ende. Lass uns mal reingehen. Ne. Und was sagt er? Wohnst halt in der Nähe. Bei mir sagt er, ich bin nicht müde. Lass mal zum Wasser gehen und was trinken. Ja. Links um die Ecke hier. Links um die Ecke? Ja, hier hoch. Das wird aber Spaß. Achso. Achso. Denk dran, du hast immer noch deine Krachbumm-Pfeile ja drin. Du auch. Ja, ja. Aber danke, danke, ja. Schön. Wo müssen wir hin? Da ist der Brunnen. Ja. Hast du den Kanister? Den Kanister hast du ja mitgenommen, ne? Ja. Den Kanister müssen wir, denke ich mal, irgendwo. Ich denke mal auf der rechten Seite mit Benzin füllen, oder? Ne, der ist voll. Der ist voll, okay. Jo. Oh, hiermit kann man so schön schnell schießen, ey, das ist herrlich. So. Quatsch, hier wollte ich gar nicht gucken. Trinken ist wieder voll. Ja, gehen wir nach. Nach oben oder nach rechts? Oh. Lass uns lieber nach rechts gehen. Weil ich weiß nicht, wie das ist, wenn wir erschöpft sind. Da von rechts kommen wir nämlich schneller wieder zurück zu dem Schlafplatz. Ich habe nur noch 19% habe ich nur noch. Also wir müssen ein bisschen Gas machen. Zum Pennen oder was? Ja, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Da ist ja auf der Hälfte ist ja noch mal ein Schlafplatz. Guck mal. Das ist ja egal. Ja, 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 komm, genau. Lass uns erstmal hier gehen jetzt. Warum bin ich so langsam? Bist du tot? Nein. Weil ich gerade so ein Uah gehört habe. Willst du die Pfeile einsammeln? Ja, kann ich machen. Jetzt kann ich auch pennen. Hurra. Ja, dann können wir doch jetzt hier reingehen. Ist doch gut. Ja. Uff, lebt ja noch. Guten Abend. Ups. Ich bin nicht, oh, ist schon nicht wahr. Monster in der Nähe. Ach so, das ist mein Essen, was blinkt. Das ist gar nicht meine Erschöpfung. Weil hast du denn... Habe ich nicht irgendwas für... Ich habe auch keine Guarana-Wurzel, wie das heißt. Naja, nee, ich nehme ich auch nicht. Los, komm raus, wir haben keine Zeit. Doch, warte, doch, ich hab welche. Geben. Ja, jetzt wieder alles gut. Jetzt ist nur meine Gesundheit wieder ein bisschen im Arsch, aber das kriegen wir hin. Ja, weiter nach rechts. Warte mal, ich mach mir gerade nochmal ein paar Pfeile. Und mach die mal in den Bogen rein. Beziehungsweise Bogen kombiniere dran. Die Pfeile mit dem Bogen. Darunter? Benutze oder was? Pfeil. Was? Ja, darunter. Naja. Ja. Kommen wir auch hierher? Nee. Nicht aufmachen, nicht aufmachen. Da ist einer drin. Ah ja, stimmt, sieht man ja. Entschuldigung. Das hast du extra gemacht. Ja, das war die Überraschungstüte. Für den Herrn. Für den Herrn. Was war das noch? Praxis Dr. Hasenwein, ja, ja. Der Helge. Helge. Alter, ja, Reinhold, Helge.
Und da lang gehen wir. Das alte genau. Reinhold Helge Spiel. Ah. Läuft. Wie weit bist du jetzt beim Metro? Immer noch bei diesem Aufzug. Im Gefängnis selbst, oder was? Nee, Quatsch. Den Aufzug bin ich schon hoch. Ich bin jetzt auf der Flucht mit diesem komischen Typen. Mit Bavel. Ja. Mhm. Und da sind wir jetzt in den Aufzug hoch und dann in so ein paar Schächte rein und sind da jetzt, kämpfen uns da jetzt irgendwie durch, keine Ahnung. Okay. Ja, nee, ich bin also schon weitaus weiter. Also ich bin jetzt also schon beim Theater gewesen, da hat mich Barveling gemacht und mittlerweile bin ich auf der Verfolgungsjagd. Mhm. Aber macht eigentlich, wie gesagt, echt Spaß. Also, ich finde das geil, dass so die Waffen, die du hast, dass das so Instant-Kill-Waffen sind, mehr oder weniger. Mhm. Also du brauchst nicht wirklich so ein halbes Magazin für einen Gegner. Es ist also schon recht real gehalten. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde auch das Interaktive schön, dass man da so rumlaufen kann und dann halt, Entschuldigung, dementsprechend Lampen rausdrehen kann, kaputt schießen kann oder... Ja, finde ich total genial, ja. Oder halt irgendwo was machen, damit man die Gegner ablenkt und so. Ja. Ja, aber wehe dem, du wirst erwischt und die schaffen es dann auch noch, den Alarm zu aktivieren. Ja, ja, ja. Ging dir das so auch, wo du in der Metro gestartet bist, dass du in jeden Raum reingeguckt hast, um irgendwie zu gucken, was da drin ist und hast du den Leuten bei den Gesprächen zugehört und so? Ja, klar. Einmal das und vor allen Dingen, du klickst erstmal alles an, weil halt in diesem Ranger-Mode wird dir ja nichts angezeigt, was du mitnehmen kannst und was nicht. Ja. So, was kann ich jetzt überhaupt mitnehmen? Ja, ich... Klick, 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 klick. Ich fand das auch total genial. Ich musste allerdings tatsächlich mir ein Video angucken, an der Stelle, wo die sagt, setz deine Gasmaske auf. Weil ich nicht wusste, wie der Knopf geht für Gasmaske aufsetzen. Ich hab übrigens das Problem mit den Medikits. Entweder brauche ich das nicht... Oder ich weiß nicht, was ich drücken muss dafür. Weil du hast das Steuerkreuz runter. Ja, eben. Der zeigt mir dann nur die Medikits an. Ja, 5 von 5. Super. Wie, die werden bei dir angezeigt? Ja, wenn ich nach unten drücke, dann zeigt er die an. Ja, echt? Ja. Ne, bei mir nicht. Bei mir wird ja absolut gar nichts angezeigt. Also überhaupt nichts, gar nicht. Mir wird kein Questlog angezeigt, mir wird nicht angezeigt, drücke X, um die Tür zu öffnen oder Viereck, um mit dem Menschen zu reden, gar nichts. Aber einen Ranger-Modus konnte ich vorher nicht auswählen, meine ich. Nee, konntest du auch nicht, den musst du dir kaufen. Ach so, deswegen hast du das. Okay, ja, verstehe. Nee, und wie gesagt, da sagt ihr, das ist so die ultimative Herausforderung. Eigentlich nur für Erfahrene, haben sie gesagt, weil die wirklich, wie gesagt, überhaupt wirklich gar nichts angezeigt. Da steht dann, die Tante sagt dir, setz deine Maske auf, aber du weißt, wie gesagt, null, was du machen musst. Ah, okay, ja, verstehe. Ja. Und sie wird also auch nicht angezeigt hier, du kannst jetzt, du rennst meinetwegen zu einem Tisch hin, da wird dir ja normalerweise angezeigt, drück Viereck, um aufzunehmen, Munition oder ja, so. Gar nichts. Du stehst vor dem Tisch und es passiert halt gar nichts. Du musst also die ganzen Teile, die vor dir auf dem Tisch liegen, angucken, anklicken, um zu gucken, ob man das aufnehmen kann oder nicht. Ja, okay, die Option hatte ich ja bei mir nicht, weil ich das nicht gekauft hatte. Das ist ja natürlich klar. Aber trotzdem habe ich dann halt auf Hardcore eingestellt, ne? Achso, weil okay. Es gibt kein anderes Spielerlebnis. Nein, gibt's nicht. Da sind wir ganz true. Da sind wir ganz true. Ich muss mir irgendwas reinpfeifen, damit es mir immer so ein bisschen besser geht. Wir könnten zusammen schlafen. Oh ja, könnten wir. Oh nein. Oh. Ah, ich komme hier nicht weg. Nein. Nein, 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 nein. Stirb doch. Stirb doch. Nein, hat er mich doch erwischt. Und er tötet mich. Er hat mich getötet. Martin, mach jetzt nichts Falsches. Er ist runtergefallen, hast du ein Schwein. Das ist alles Skill. Nein. Pass auf. Nein, war es nicht. Short. Fuck. Alter! So. Oh.
Nein. Ich hasse den. Nein. Oh, nein. Da gehe ich jetzt mal drauf. Hundertprozentig. Egal, mach. Warte. Habe ich nicht noch irgendwas? Durst und Hunger. Ich brauche Gesundheit. Ja, brauche ich auch. Gar nicht. Entweder gehen wir jetzt bei drauf oder. Warte, ich kann uns was geben. Das frisst du jetzt. Nur ein bisschen wenigstens. Oh, Wahnsinn. Wow. Ich habe zwei Molotow-Cocktails. Los, Rabotti, mach. Es fängt immer harmlos an. Auch so ein ganz klassisches Spielereignis. Okay, wenn du jetzt diesen Knopf drückst, wird die Tür aufgehen, aber der Alarm wird losgehen. Ich brauche ungefähr 5 Minuten, um die Steuerung zu überbrücken. Du musst so lange durchhalten. Oh, ja. Und dann weißt du ganz genau, jetzt geht's wieder richtig ab. Ja. Halte so lange durch. Unterstützung ist unterwegs. Ja. Noch einen kleinen Augenblick und du nagst schon am letzten Zahnfleisch. Du hast es gleich geschafft. Halt noch ein bisschen durch, ich bin gleich da. Hatte ich nämlich heute auch beim Metro so eine Situation. Da musstest du eine Glocke läuten, damit der Typ dann am anderen Ende des Ufers mit seinem scheiß Boot losfährt. Mhm. Und dich dann halt abholen, ne? Und ja, vorher alles ruhig, nichts passiert, aber wehe, du klingelst die Glocke. Ich kann das scheiß Tor nicht schließen. Dann mache ich das. Dann mache ich das von aus. Das geht nicht. Das ist kein Schlafplatz. Doch. Geh mal raus und guck mal auf die Karte. Oh. Ich kann doch jetzt schlafen drücken. Ich sehe nichts. Ich sehe nur die. Ja, wegen den scheiß Taschenlampen. Warte mal, ich kann die doch aus meinem Taschenlampe fallen lassen, bestimmt. Mhm. Fallen lassen. Nimm mal. So. Siehst du, Mütterchen? Tricky. Lass der Papa nur machen. Lass das Papa mal machen. Denn Papa kann das besser als Mama. So, haben wir das eingesammelt, was wir hier einsammeln mussten? Ja, den Kanister habe ich. Fein. Aber der ist nicht ganz voll. So, würde ich sagen, gehen wir jetzt Richtung Norden und dann so weiter. Der ist aber nicht ganz voll, ne? Nee, es ist egal. Ist der andere auch nicht. Okay. Ey. Ja, oh, schön. Kann man hier anzünden? Kann man hier trinken? Nee, da ist ja, da liegt zu viel andere. Munition rum, deswegen. Machen wir den Weg frei.